Abend, meine Damen und Herren. Wieder einmal ist es soweit. Ein Lied für Luxemburg soll heute Abend gefunden werden. Und wie in jedem Jahr, so ist es auch diesmal wieder ein Wettbewerb der Komponisten. Auf Ihr Lied, auf Ihre Musik also, kommt es an. 12 Komponisten haben sich diesem musikalischen Wettbewerb gestellt. Unterstützt werden sie vom Tanzorchester des Hessischen Rundfunks unter der Leitung von Heinz Schönberger. Den Uwe Born Singers und natürlich von den Interpreten, die sich liebenswürdigerweise für den heutigen Abend und für diesen Wettbewerb zur Verfügung gestellt haben und die ich Ihnen in Verbindung mit Ihrem Lied später vorstellen werde. Noch eine kurze Bemerkung zum Ablauf dieses Abends. Es gibt 2 Durchgänge mit je 6 Liedern. Jeder Interpret bzw. jede Interpretengruppe tritt also in jedem Teil einmal auf. Und dann gibt es natürlich noch eine Jury, die ich Ihnen auch später vorstellen werde. Diese Jury hat die Möglichkeit, jedes Lied mit maximal 5 Punkten zu bewerten. Einzelheiten darüber dann auch näher nachher. Die Weichen sind also gestellt. Der Weg ist frei für ein Lied für Luxemburg. Michael Holm schrieb Text und Musik zu dem Titel Nummer 1, Das Beste an dir. Es singt der Komponist. Ich bin verliebt, doch wenn man sagt, Liebe macht blind, dann höre ich gar nicht hin. Denn mir ist klar, seit ich dich sah, du bist für mich das Mädchen mit dem goldenen Ring. Das Beste an dir ist die Liebe zu mir. Und ich danke dir heute und immer dafür, dass ich dich nie verliere, ist das Beste an dir. Und ich glaube, kein Paar ist glücklich wie wir. Ja, das Beste an dir, du bist zärtlich zu mir und verstehst meine Sorgen mit deinem Blick. Ja, ich fand deine Hand und bin nie mehr allein. Denn das Beste an dir ist, dass es dich gibt. Auf dieser Welt, drum ist die Wahl für einen Mann gar nicht leicht. Alle sind süß und viele sind schön, doch ich kenn keine, die dir je das Wasser reicht. Denn das Beste an dir ist die Liebe zu mir. Und ich danke dir heute und immer dafür, dass ich dich nie verliere, ist das Beste an dir. Und ich glaube, kein Paar ist glücklich wie wir. Ja, das Beste an dir ist die Liebe zu mir. Und ich danke dir heute und immer dafür, dass ich dich nie verliere, ist das Beste an dir. Und ich glaube, kein Paar ist glücklich wie dir. Ja, das Beste an dir, du bist zärtlich zu mir und verstehst meine Sorgen mit deinem Blick. Ja, ich fand deine Hand und bin nie mehr allein. Denn das Beste an dir ist, dass es dich Titel Nummer 2 wurde komponiert von Ralf Arni. Den Text schrieb Fred Weirich. Ihr Lied Mir gefällt diese Welt stellt Tonia vor. Himmel und Wolken, Sonne und Regen sind wahr. Blumen und Bäume, Töne und Farben sind wahr. Frühling und Sommer, Herbst und der Winter sind wahr.
kein Traum kann so schön sein und so wunderbar. Mir gefällt diese Welt und die Freude mit des Lebens, seit ich geboren bin. Herr, was ich tu und wo ich bin. Das war Mir gefällt diese Welt von Ralf Arni. Wie diese Welt früher aussah, das wollen uns nun Inga und Wolf erzählen nach der Musik von Wolfgang Preuß, der auch den Text schrieb. Lied Nummer 3, Manchmal. Manchmal, wenn ich vor mir den Tisch voll Arbeit seh, mir Zeit wie Wasser durch die Finger rinnt, dann lehn ich mich zurück und mach die Augen zu und träume vor mich hin fast wie ein Kind. Dann rollt all das, was vor 40 Jahren war, wie in einem Kino vor mir ab, in Zeitlupe als Slapstick oft mit schlechtem Ton, die Dramen und Komödien, die es gab. Als Kind so gerne hab getan. Verstecken spielen, auf Bäume klettern, einkriegen Zeck, Streiche spielen und Räuber und Gendarm. Und jedes Mal, wenn ich zu spät nach Hause kam, gab's Ärger, manchmal obendrein Arrest. Doch betteln und versprechen, dass es besser wird, gab selbst solch harten Strafen schnell den Rest. Und dann war der das alte Abrisshaus, dort fanden wir uns nach der Schule ein. Von Bier und Zigaretten wurde fast allen schlecht, doch wer von uns gestand das damals ein? Erwachsensein war Trumpf, dazu gehörte auch einmal das tun, was die Großen täglich tun. Egal, ob man sich dabei wohlfühlt oder nicht, zu Haus war dann ja Zeit, sich auszuruhen. Manchmal, wenn ich vor mir den Tisch voll Arbeit seh, mir Zeit wie Wasser durch die Finger rinnt, dann lehn ich mich zurück und mach die Augen zu und träume vor mich hin fast wie ein Kind. Jedes Mal durchlebe ich
ein kleines Stück von dem, was einmal meine Kindheit war. Ein Mosaik, das langsam sich zusammenfügt, wird eines Tages vielleicht als Ganzes wahrnehmbar. Christian Bruhn schrieb die Musik zum Titel Nummer 4, Ich bin ein glücklicher Mann. Den Text schrieb Günther Lohse, es singt Roberto Blanco. Wenn ich so an früher denke, dann kann ich mir ehrlich sagen, sinnlos ließ ich Jahr für Jahr vergehen. Darüber lachen, denn ich hab mein Ziel gefunden und ich kann mir selber eingestehen. Ich bin ein glücklicher Mann, na 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 na, schön ist die Welt, na 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 na, mir geht es gut, an jedem Tag, mir so gefällt. Ich sing ein Lied und schau dich an und freue mich, dass es dich gibt. Ich bin ein glücklicher Mann, denn ich hab mich in dich so verliebt. Wow. Du hast meine Zeit verändert und ich lebe ein neues Leben und geh meinen Weg mit dir allein. Und auf alle deine Fragen gibt es nur die eine Antwort, es ist wunderbar, bei dir zu sein. Oh yeah! Ich bin ein glücklicher Mann, na 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 na, schön ist die Welt, na 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 na, mir geht es gut, weil jeder Tag mir so gefällt. Ich sing ein Lied und schau dich an und freue mich, dass es dich gibt. Ich bin ein glücklicher Mann, denn ich hab mich in dich so verliebt. Oh! Na, 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 na. Ich sing ein Lied und schau dich an und freue mich, dass es dich gibt. Ich bin glücklicher Mann, denn ich hab mich verliebt. Na 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 na. Ein glücklicher Mann, denn ich hab mich in dich so verliebt. Eine Frage an den jungen Tag stellt Günther Erik Töner mit seiner Komposition Die Gitter aufgreift und zu der Stefan Lego den Text schrieb. Lied Nummer 5, Junger Tag. Die Dunkelheit mit ihren Sorgen flieht vor dem Tag zu den Sternen hinauf. Das erste Lied ruft nach dem Morgen und die Sonne geht auf. Junger Tag, ich frage dich, was ist dein Geschenk an mich? Bringst du Tränen von gestern zurück? Durch Zeit und Raum
fliegen die Träume und kämpfen noch mit den Schatten der Nacht. Doch Sonnenlicht fällt durch die Bäume und die Erde. Ist dein Geschenk an mich? Bringst du Tränen von gestern zurück? Oder neue Liebe und neues Glück? Reich dich um, zeig dein Gesicht. Junger Tag, enttäusche mich nicht. Junger Tag, was bringt der Wind? Wenn ein neues Licht beginnt, bring der Tränen von gestern zurück. Oder neue Liebe und neues Glück. Ich bitte dich, erzähle es mir. Junger Tag, dann vertraue ich dir. Junger Tag, dann vertraue ich dir. Klaus Munro stellt die Frage, wohin soll ich gehen? Interpretiert von Cindy und Bert. Den Text schrieb der Komponist. Lied Nummer 6, wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen, wenn du nicht bei mir bist? Nimm meine Hände, denn ich brauche deine Liebe. Für wen soll ich leben, wenn du mich vergisst? Du bist doch alles, was ich habe auf der Welt. Ein Ziel, das ihm noch so weite Ferne ist. Wenn wir zu zweit sind, werden wir es stets erreichen. Wohin soll ich gehen, wenn du nicht bei mir bist? Du bist doch alles, was ich. So oder so wird das Leben sein, weich wie das Moos oder hart wie Stein. Aber was kann uns geschehen, wenn wir uns verstehen? Lass mich nie allein. Wohin soll ich gehen? Meine Damen und Herren, es geht in die zweite Runde auf der Suche nach dem Lied für Luxemburg.
Wolfgang Rödelberger schrieb die Musik zu dem Titel Glaub daran. Der Text stammt von Walter Buschor. Es singt Michael Holm. Titel Nummer 7, Glaub daran. Morgen früh scheint dir die Welt wie Gold. Irgendwann, da muss ich alles wenden. Komm das Glück, fang das Glück, halt es fest mit beiden Händen. Und ein Traum, er wird wahr, bald fängt ein neues Leben an. Und glaub daran. Viele Menschen denken heute, es hat keinen Sinn, dass ich auf dieser Erde bin. Jeden Tag die gleichen Sorgen machen dein Herz so blind und deine Zeit, sie zerrinnt. Glaub daran, glaub daran. Er wird wahr, bald fängt ein neues Leben an. Oh, glaub daran. Titel Nummer 8 heißt Sebastian. Komponiert hat ihn Heinz Kiesling, den Text schrieb Karl Schäuble. Es singt Tonia. Alle meine Liebe, die ich hab, die gebe ich Sebastian. Alles kriegt Sebastian, glücklicher Sebastian. Für alle anderen bleibt der trübe Rest, vorausgesetzt, dass er was übrig lässt. Denn einer, der fast keinen Rest lässt, das ist mein Sebastian. Ja, so ist Sebastian, glücklicher Sebastian. Das ist, was du hast. Wenn er was will, kennt er keine Hindernis. Und was er will, ist niemals ungewiss. Für mein Sebastian, Liebe wie Sebastian, glücklicher Sebastian, das ist, was du hast. Alle seine Liebe, die er sie gibt mir mein Sebastian, alles gibt Sebastian, mir gibt mein Sebastian, alles, was er
gibt es keinen Kompromiss. Die wahre Liebe kennt kein Hindernis und alles ist für uns gewiss. Ich liebe mein Sebastian. Sebastian, bist mein bester Hund. Ey, bist mein bester Hund. Bist mein bester Hund. Schreib ein Lied ist der Titel Nummer 9. Komponist Schobert Schulz, und er hat auch den Text dazu geschrieben. Es singen Inga und Wolf. Schreib ein Lied über die Welt, über das Leben, über alles, was dich stört. Doch behalt es für dich, es verklingt ungehört. Schreib ein Lied über die Welt, über das Leben und die Ungerechtigkeit. Sing es deinen Freunden vor, vielleicht erreichst du ihr Ohr. Du singst, weil du glaubst, doch wer glaubt schon an dasselbe wie du? Und du kennst schon die Antwort, lass uns in Ruhe. Schreib ein Lied über die Welt, über das Leben, über alles, was dich stört. Doch behalt es für dich, es verklingt ungehört. Vermeide nichts, nenne alles beim Namen, zeig die Dinge, wie sie sind. Tag ist froh und du spürst an dem Schweigen, der Sturm sät Ernte Wind. Schreib ein Lied über die Welt, über das Leben, über alles, was dich stört. La la la, la la la. La la la, la la la. Was bleibt dir anderes, als zu singen in einer Welt, wo der Tag die Träume frisst? Was bleibt dir anderes, als zu zeigen, dass ein Zweifler noch kein Feigling ist? Schreib ein Lied über die Welt, über das Leben, über alles, was dich stört. Doch behalt es für dich, es verklingt ungehört. Nicht auf, schreib ein Lied über die Welt, es ist alles, was du kannst. Lass nicht nach, gib keine Ruhe, vielleicht hört doch jemand zu. Karl Götz ist der Komponist des Titels Nummer 10, den Roberto Blanco singt. Au revoir, auf Wiedersehen. Den Text schrieb Kurt Hertha. Au revoir, auf Wiedersehen. Alles geht einmal vorbei, aber eine Liebe bricht schnell doch nicht entzwei. Au revoir, auf Wiedersehen. Es war eine schöne Zeit und es wird beim nächsten Mal genauso schön wie heute. Tschalala, tschalala, denk daran, dass ich dich nie vergessen kann. Tschalala, tschalala, Dankeschön, au revoir, auf Wiedersehen. Tschalala, tschalala, denk daran, dass
dass ich dich nicht vergessen kann. Tschalala, tschalala, danke schön, au revoir, auf Wiedersehen. Einmal Regen, einmal Sonnenschein, so wird unser Leben immer sein. Und wenn wir unter Tränen lachen, wir wollen uns nicht traurig machen, uns ist auch morgen jeder ganz allein. Au revoir, auf Wiedersehen, alles geht einmal vorbei, aber eine Liebe bricht so schnell doch nicht entzwei. Au revoir, auf Wiedersehen, es war eine schöne Zeit, es wird beim nächsten Mal genauso schön wie heute. Schalala, schalala, denk daran, dass ich dich nicht vergessen kann. Schalala, schalala, danke schön, au revoir, auf Wiedersehen. Schalala, schalala, denk daran, dass ich dich nicht vergessen kann. Schalala, schalala, danke schön, au revoir, auf Wiedersehen, au revoir, auf Wiedersehen, au revoir, auf Wiedersehen. Hallo, wie geht es Robert? Fragt Gitte im Titel Nummer 11 von Georg Moslehner. Den Text schrieb Walter Maidorn. Hallo, wie geht es Robert? Sag mir ehrlich, geht's ihm gut? Ich wüsste gerne, was er tut. Denk daran, mein Robert braucht so viel Liebe. Hallo, wie geht es Robert? Sag ihm Grüße, sag ihm mehr, sag ihm, am besten sag ihm nichts von mir.
Last not least, Werner Scharfenbergers Lied Zwei Menschen und ein Weg mit dem Text von Kurt Fels, das Cindy und Bert nun singen. Lied Nummer 12, Zwei Menschen und ein Weg. Wir waren Kinder in unserer kleinen Stadt. Kinder sind froh, Kinder sind reich. Doch dann begann für uns bald unser Lebensweg. Und dieser Weg war für uns gleich. Zwei Menschen und ein Weg, ein Weg, der die zwei in die Zukunft führt. Zwei Menschen und ein Traum, ein Traum, der den beiden zur Wahrheit wird. Menschen wie du, Menschen wie ich, Menschen wie du, Menschen wie ich. Wie es am Anfang ist, kann es nicht immer sein. Tage sind hell, Tage sind trüb. Und an so manchem Tag tranken wir bitteren Wein. Doch es war viel, was uns dann ging. Zwei Menschen. So, meine Damen und Herren, das waren die 12 Titel, die im Wettbewerb um die deutsche Vorentscheidung für den Grand Prix Eurovision 1973 stehen. Jetzt noch eine kleine Überlegungspause für die Jury und dann die Entscheidung. Bis dahin wird gezaubert. Ein in aller Welt bekannter Magier, sei es in Japan, Amerika, Australien, Afrika oder Europa, tritt heute Abend bei uns auf. Er gehört zu den bedeutendsten Künstlern seines Faches. Erleben Sie nun Marvelli und Kari Carina, Miss Magie 1972, bei einer kleinen Kostprobe aus ihrem großen Repertoire. Wir wünschen zauberhafte Unterhaltung. Und vor vielen, vielen Jahren im goldenen Zeitalter, da lebten die Menschen noch glücklich und zufrieden. Da gab es noch keine Autos, keine Elektrizität, kein Fernsehen, keine Sophia Loren. Es war eine köstliche Zeit, denn des Menschenengel ist die Zeit und das alles hörte schlagartig auf, bis plötzlich ein Irrer kam. Es muss ein Irrer gewesen sein und den Wecker erfand. Hören Sie? Schon ging es los. Und damit geriet die Zeit aus den Fugen. Denn eins, zwei, drei, im Sauseschritt eilt die Zeit wie einen Blitz. Heute heißt es, Zeit ist Geld. Und wenn ich so viel Geld hätte, wie ich Zeit habe, ich würde nicht hier stehen und Wecker produzieren. Aber wir Magier, wir müssen ja mit der Zeit gehen, sonst geht die Zeit mit uns.
Können Sie sich das Vergnügen vorstellen, wenn ich des Morgens geweckt werde? Dann nehme ich einen Wecker nach dem anderen und knall ihn an die Wand. Genau an die Stelle, wo über meinem Bett der Spruch hängt, früh ins Bett und früh hinaus bringt Gesundheit und... Also... Und das ertrage, wie ihm es gefällt. Und das ertrage, ich habe schon mal mehr gehabt hier. Naja, für den Anfang ist das ja auch nicht. Mittwoch. Moment. Das hier ist ein Wecker für ruheliebende Leute, der hat kein Läutewerk. Das ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass Sie als Zuschauer dabei einschlafen. Hören Sie, das ist schon besser. Habe ich Sie geweckt, mein Herr, als... Moment, ich bin ja schon da. Als Einstein seiner Zeit dieses Experiment sah, da kam ihm die Idee zur Relativitätstheorie. Ja, kommst du her, der Junge. Gestern, da habe ich den absoluten Weltrekord gebrochen. Ich habe 3695 Wecker produziert. Das hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Es war kein Platz mehr auf der Bühne. Zuschauer waren auch keine mehr da. Moment. Am Schluss der Vorstellung werden die Wecker versteigert. 20 Mark zum Ersten, 20 zum Zweiten. Dieses Experiment, das zeige ich immer so lange, bis der Erste etwas stärkere Applaus einsetzt. Eins, zwei, zweieinhalb, Schluss. Ich hoffe, ich bin Ihnen nicht auf den Wecker gefallen. Aber vor Frankfurt ist ja nicht nur die Stadt der... sondern auch die Stadt der Bücher. Und ich habe hier eine Neuausgabe, und zwar eine Neuausgabe des Buch des Nostradamus. Es wurde neu verlegt. Wo habe ich es denn verlegt? Eben habe ich es doch vorgelesen. Gefällt es Ihnen? Die Ausgabe meine ich hier. Das ist Kari Karina. Ihretwegen wurde ich heute Abend engagiert. Wecker. Aber das hier ist das Buch des Nostradamus. Buch mit ehrwürdig uralten Gesetzen der Kabbala, der schwarzen Kunst, werde ich Ihnen etwas bringen. Diese Gesetze, Bestandteile des ewigen Kosmos, sind älter als Mensch und Erde. Und die Menschen haben von Anbeginn versucht, die Geheimnisse dieser Gesetze zu enträtseln. Und dazu bedienten sie sich des Symbols für den Kosmos,
das, was ich Ihnen hier zeigen werde und was vor mir alle Großen der schwarzen Kunst, wie Bartholomäus Fosco, Samuel Bellachini, Döbler und Hofzinser und Fredi Uferini vor Kaisern und Königen gezeigt haben, wird jeder Naturwissenschaftler oder Techniker als unmöglich. Weil Sie mit Ihren Mitteln dem normalen Menschenverstand nicht dorthin gelangen, wo der Magier dank seiner feinen Kraft mit den Geistern des Übersinnlichen Umgang und Zwiesprache zu pflegen. Hier haben Sie den Ring des Polykrates. Das hier ist der Ring der Nibelungen. Wenn ich Ihnen etwas zum Untersuchen reiche, so ist es immer einwandfrei. Gestatten Sie einmal, dass ich zu Ihnen komme. Sie werden natürlich sagen, so ein Ring muss ein Loch haben, sonst kann man nicht einen in den anderen hineinhängen. Natürlich haben die Ringe ein Loch, sonst wären sie eine Scheibe. Ich sage Sie mal, Herr. Übrigens, Politiker und Rechtsanwälte sollten lernen, dieses uralte Spiel mit den Ringen zu beherrschen, weil sie doch immer bemüht sind, dass Dinge, die gar nicht zusammengehören, Zusammenhänge herzustellen und wenn sie es einmal hergestellt sind, so aussehen, als hätten sie immer bestanden und dabei stimmt es. Nur eines ist am Kreis für einen Politiker oder für einen Rechtsanwalt unmöglich. Man kann ihn nicht ins Gegenteil verdrehen. Wie man ihn dreht, wie man ihn wendet, er bleibt ein Kreis. Oder? Zwei Kreise. Oder aber auch drei Kreise. Doch Kreis bleibt Kreis, ob ein Kreis, ob zwei oder ob drei. Und zwei mal drei sind acht. Ach, diese beiden müsste ich noch dazu haben. Recht schönen Dank. Recht herzlichen Dank. Ach, der Herr, Sie stehen gerade. Ich darf Sie bitten, hier einmal festzuhalten. Ja, stellen Sie sich ruhig hin, damit wir alle etwas sehen. Dann können Sie sich wieder setzen. Danke schön. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Ringe. Störet mir meine Kreise nicht. Natürlich ist ein Trick dabei, das weiß hier jeder, nur Sie nicht. Ich habe hier ein, zwei, drei, ich nehme einen vierten. Ich hänge ihn in den ersten hinein, ziehe ihn durch den zweiten, durch den dritten hindurch und dann hängt er unten. Einmal zusammengelegt, ergeben Sie eine Kinderschaukel oder ein Maulkorb. Vier Kreise, ein echt orientalisches Orgel. Vier Kreise und hiermit beweise ich Ihnen das Problem der Mathematiker, die Quadratur des Kreises. Fünf Ringe, Reminiszenzen an große Zeiten, München und in Kiel. Aber gestern Abend kam ein Zuschauer zu mir in die Garderobe und sagte, wissen Sie mal, wenn ich das mit den Ringen, das habe ich schon mal gesehen, in meiner Jugendzeit, der Herr war 80 Jahre alt, natürlich von einem anderen Zauber. 80 Jahre zählen überhaupt nicht. Der erste Europäer, der von diesem orientalischen Wunder berichtet hat, das war Marco Polo. Und zu seiner Zeit war das Spiel mit den Ringen bereits uralt. Bitte? Ach, pusten.
alle Ringe auf einem vereint, auf ihrem. Sieben Ringe, ein Ring. Ich hoffe, dass ich nicht allen gefallen habe, dafür aber den anderen umso mehr. Meine Damen und Herren, und nun kommen wir zum zweifellos spannendsten Teil des heutigen Abends, nämlich zur Wertung der 10 von uns geladenen Jurymitglieder. Es sind dies 5 Unterhaltungsexperten des Fernsehens, 3 aus Deutschland, 2 aus dem Ausland und 5 popinteressierte junge Leute, die teils beruflich, zumindest aber privat, eng mit der Popmusik verbunden sind. Ich werde Sie einzeln aufrufen und um Ihre Wertung bitten. Eine Kopie Ihres Stimmzettels erhält unser Notar, Herr Dr. Fritze, der den Gesamtvorgang im Juryraum beobachtet hat und der auch die Wertung der Jurymitglieder überprüfen wird, wenn Sie hier bei uns vor der Kamera erscheinen. Ich bitte jetzt Herrn Dr. Fritze zunächst. Für den Fall, dass 2 oder mehr Lieder nach Schluss der Stimmabgabe die gleiche Punktzahl erhalten, dann tritt die Jury ein zweites Mal in Aktion, nämlich zu einer Stichwertung. Sollten dann immer noch 2 oder mehr Lieder die gleiche Punktzahl haben, so entscheidet die Stimme des Vorsitzenden der Jury. Es ist dies der Fernsehdirektor des Hessischen Rundfunks, Hans-Otto Grünefeld. Und nun zur ersten Wertung. Ich darf hereinbitten, Fräulein Alice Zimmermann, eine Medizinstudentin, bitte. Ich bitte um Ihre Wertung, Fräulein Zimmermann, für Lied Nummer 1. 2 Punkte. 2 Punkte. Bitte. 3 Punkte. Titel 3 hieß manchmal. 2 Punkte. 2 Punkte. Ich bin ein glücklicher Mann, Nummer 4. 4 Punkte. 4 Punkte. Nummer 5, junger Tag. 4 Punkte. 4 Punkte. Und die Nummer 6, wohin soll ich gehen, bitte? 3 Punkte. 3 Punkte. Die Nummer 7, glaubt daran. 2 Punkte. 2 Punkte. Sebastian war Nummer 8. 4 Punkte. 4 Punkte. Schreib ein Lied, Nummer 9. 4 Punkte. 4 Punkte. Nummer 10, au revoir, auf Wiedersehen. 2 Punkte. 2 Punkte. Die Nummer 11, hallo, wie geht es, Robert? 5 Punkte. 5. Und das letzte Lied, Nummer 12, 2 Menschen und ein Weg. 3 Punkte. Ich bedanke mich. Danke. Und jetzt bitte Herrn Gerhard Schneidenbach, einen Schallplattenverkäufer. Herr Schneidenbach, Ihre Wertung für Lied 1, bitte. Einen Punkt. Lied Nummer 2. 2 Punkte. Der dritte Titel. 3 Punkte. Nummer 4, bitte. Einen Punkt. Fünf. 2 Punkte. Die 6. Einen Punkt. Einen Punkt für die 6. Lied Nummer 7. Einen Punkt. Einen Punkt. Und Nummer 8. 2 Punkte. 2 Punkte. Der 9. Titel. 4 Punkte. 4. Die Nummer 10, bitte. Einen Punkt. Einen Punkt. 11. Einen Punkt. Einen Punkt. Und die Nummer 12. Einen Punkt. Einen Punkt. Ich bedanke mich. Jetzt darf ich eine Schülerin hereinbitten, nämlich Claudia Detmer. Ich bitte Sie um Ihre Wertung. Wertung für Nummer 1, bitte. 3 Punkte. 3 Punkte.
Und die Nummer 2? Auch 3 Punkte. Auch 3 Punkte. Lied Nummer 3? 4 Punkte. 4 Punkte. Und der vierte Titel? 2 Punkte. 2. Nummer 5, bitte. 5 Punkte. Und 6? 3 Punkte. 3 Punkte. Lied Nummer 7? 1 Punkt. Und Ihre Wertung für Nummer 8? 2 Punkte. Und für die Nummer 9? 3 Punkte. 10, bitte. Auch 3 Punkte. Auch 3 Punkte. Die Nummer 11? 5 Punkte. 5 Punkte. Und die Nummer 12? 4 Punkte. Ich bedanke mich, Freund Dittmann. Und jetzt bitte ich Herrn Dieter Heil, einen Bankkaufmann, zu uns. Guten Abend, Herr Heil. Ich bitte um Ihre Wertung für Lied Nummer 1. 2 Punkte. 2 Punkte. Und 2? Das sind 3 Punkte. Das sind 3 Punkte. Die Nummer 3, bitte. 4 Punkte. 4 Punkte für Nummer 3. Für Lied Nummer 4? 3 Punkte. 3. Nummer 5? 4 Punkte. Und 6? 2 Punkte. 2 Punkte. Titel Nummer 7? 1 Punkt. Und die Nummer 8? 4 Punkte. Und der 9. Titel? Das wären 3 Punkte. 3 Punkte. Und der 10.? 3 Punkte. 3 Punkte für Nummer 10? Jawohl. Und für die Nummer 11? 5 Punkte. 5. Und für die Nummer 12? Das sind noch 2 Punkte. 2 Punkte. Dankeschön, Herr Heil. Und nun bitte Gabriele Rogall, eine Schallplattenverkäuferin. Mhm. Guten Abend. Ich bitte um Ihre Wertung. Lied Nummer 1? 3 Punkte. 3 Punkte. Und Lied Nummer 2? 4 Punkte. 4. Und für das dritte Lied? 3 Punkte. 3 Punkte. Titel Nummer 4? 4 Punkte. 4 Punkte. Für Nummer 5? 3 Punkte. Und die Nummer 6? 2 Punkte. 2. 7, bitte. 2 Punkte. 2 Punkte für Nummer 7. Und 8? 5 Punkte. 5. Die Nummer 9? 3 Punkte. Und 10? 3 Punkte. 3 Punkte. Nummer 11? 4 Punkte. Und das letzte Lied Nummer 12, bitte. 3 Punkte. Ich bedanke mich. Danke. Nach der Wertung der musikinteressierten jungen Leute ist natürlich noch alles offen. Die Entscheidung fällt mit den nächsten 5 Wertungen. Und nun die Wertung unserer Experten. Ich darf hereinbitten Herrn Chris Striegler, Redakteur und Musikproduzent im WDR Köln. Herr Striegler. Guten Abend. Guten Abend. Ich darf um Ihre Wertung für Lied Nummer 1 bitten, Herr Striegler. 3 Punkte. 3 Punkte. Und das zweite bitte. 4 Punkte. 4 Punkte. Nummer 3 hieß manchmal. 3 Punkte. 3 Punkte. Und der vierte Titel. 4 Punkte. 4 Punkte. Titel Nummer 5. 3 Punkte. 3 Punkte. Und die 6, bitte. 4 Punkte. 4 Punkte. Und Nummer 7, Herr Striegler. 4 Punkte. 4 Punkte. Sebastian war Nummer 8. 5 Punkte. 5 Punkte. Die Nummer 9. 4 Punkte. 4 Punkte. Die Nummer 10. 2 Punkte. 2.
Und bitte für Nummer 11? 4 Punkte. 4. Und Nummer 12? Und da 3 Punkte. Ich bedanke mich, Herr Strichter. Jetzt bitte ich Herrn Max Ernst, Unterhaltungschef des Schweizer Fernsehens SRG. Bitte, Herr Ernst. Guten Abend. Für Lied Nummer 1? 2 Punkte. 2 Punkte. Für die Nummer 2? 3 Punkte. 3. Für die Nummer 3? 4 Punkte. 4 Punkte. Titel 4? 4 Punkte. 5? 5 Punkte. 6? 3 Punkte. 7? 2 Punkte. 7 hat 2 Punkte. Nummer 8? 4 Punkte. 4. 9? 3 Punkte. Nummer 10? 3 Punkte. 3. Nummer 11? 2 Punkte. Und Nummer 12? Nochmals 2 Punkte. Bedanke mich, Herr Ernst. Danke. Ich bitte jetzt Herrn Hans Hirschmann, Unterhaltungschef des Fernsehens beim Südwestfunk Baden-Baden. Guten Abend, Herr Hirschmann. Guten Abend, Frau Gottleben. Bitte um Ihre Wertung. Für Lied Nummer 1? 3 Punkte. 3 Punkte. Lied Nummer 2, 2 Punkte. Lied Nummer 3, bitte. 3 Punkte. Und die 4? 3 Punkte. 5? 5 Punkte. Und 6? 2 Punkte. Die 7? 2 Punkte. Die 8? 4 Punkte. 4 Punkte. Die 9? 5 Punkte. Und die 10? 2 Punkte. Die Nummer 11? 2 Punkte. Und bitte das letzte Lied, Nummer 12, Herr Hirschmann. 2 Punkte. Ich bedanke mich. Und jetzt bitte ich Arturo Caps, Unterhaltungschef des spanischen Fernsehens TVE. Bitte schön, Herr Caps, Nummer 1? 3 Punkte. 3 Punkte. Die Nummer 2? 2 Punkte. Nummer 3? 3 Punkte. 3 Punkte. Und 4? 5 Punkte. Die Nummer 5, bitte. 5 Punkte. 5 Punkte. Die 6? 3 Punkte. Die Nummer 7? 2 Punkte. Nummer 8, bitte. 4 Punkte. 4 Punkte. Der 9. Titel? 3 Punkte. 3. Und Nummer 10? 3 Punkte. 3 Punkte. Titel Nummer 11? 3 Punkte. 3. Und bitte, Herr Caps, Nummer 12? 3 Punkte. 3 Punkte. Ich bedanke mich. Jetzt bitte Herrn Horst Bernstedt, leitender Redakteur beim NDR in Hamburg. Ich darf Sie bitten, Herr Bernstedt, um Ihre Wertung für Nummer 1? 3 Punkte. 3 Punkte. Nummer 2? 3 Punkte. Die Nummer 3? 3 Punkte. Die Nummer 4? 4 Punkte. 4 Punkte. Nummer 5? 4 Punkte. Die Nummer 6? 3 Punkte. Die Nummer 7? 2 Punkte. 2. Das Lied Nummer 8? 5 Punkte. 5 Punkte. Titel Nummer 9? 4 Punkte. 4 Punkte. Und Nummer 10? 2 Punkte. Die 11? 2 Punkte. Und bitte das letzte, die Nummer 12. Auch 2 Punkte. Ich bedanke mich, Herr Wernstedt. Bitte schön. So, meine Damen und Herren, das war's also. Hier das Punkteergebnis für die 12 Titel. Lied Nummer 1, Das Beste an dir, 25 Punkte. Lied Nummer 2, Mir gefällt diese Welt, 29 Punkte.
Der Titel Nummer 3, manchmal 32 Punkte. Nummer 4, ich bin ein glücklicher Mann, 34 Punkte. Nummer 5, junger Tag, 40 Punkte. Lied Nummer 6, wohin soll ich gehen, 26. Das Lied Nummer 7, glaub daran, 19. Lied Nummer 8, Sebastian, 39. Und Lied Nummer 10, Au revoir, auf Wiedersehen, 24. Wir haben eins ausgelassen, ich bitte um Entschuldigung. Jetzt kommt erst Nummer 9, und das hieß Schreib ein Lied und hat 36 Punkte. Ja, das nächste war dann also, hallo, auf Wiedersehen, au revoir, auf Wiedersehen mit 24. Lied Nummer 11, hallo, wie geht es, Robert, hat 33. Und Lied Nummer 12, zwei Menschen und ein Tag, 25. Ja, meine Damen und Herren, damit haben wir also unser Lied für Luxemburg gefunden. Es ist das Lied Nummer 5, Junger Tag, Komponist Günther Erik Töner, Texter Stefan Lego. Singen wird also für uns in Luxemburg Gitte. Und das Lied wollen wir uns jetzt natürlich noch einmal anhören. Bitte, Gitte. Was ist dein Geschenk an mich? Bringst du Tränen von gestern zurück? Oder neue Liebe und neues Glück? Dreh dich um und zeig dein Gesicht. Junger Tag, enttäusche mich nicht. Durch Zeit und Raum fliegen die Träume und kämpfen noch mit den Schatten der Nacht. Doch Sonnenlicht fällt durch die Bäume und die Erde erwacht. Junger Tag, ich frage dich, was ist dein? Bringst du Tränen von gestern zurück? Oder neue Liebe und neues Glück? Dreh dich um und zeig dein Gesicht. Junger Tag, enttäusche mich nicht. Junger Tag, was bringt der Weg? Wenn ein bitte dich.
Meine Damen und Herren, das war also unsere deutsche Vorentscheidung für den Grand Prix Eurovision 1973, bei dem uns nun Gitte in Luxemburg vertreten wird. Drücken wir ihr die Daumen. Danke, gerne. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, meine Damen und Herren, und auf Wiedersehen. Time.